Hey, meint ihr nicht, das ist ein bisschen übertrieben mit der Kamera? Sicher ist sicher, Mike. So können wir sehen, was drin passiert und nötigenfalls eingreifen. Also, was soll denn da passieren? Mach dir keine Sorgen. Pass trotzdem auf dich auf. Aber ich fühle mich tatsächlich ein bisschen mies dabei, Jana zu bespitzeln. Ja, das kann ich gut verstehen, aber das geht gerade nicht anders. Komm, auf geht's jetzt, ja? Gut. Bitte schön, Mike. Mach dir keine Sorgen. Das ist ein echter Nasemann, Mann. Ja. Ich hoffe, er bringt das Mädchen zum Reden. Kannst du mich hören? Ja, laut und deutlich. Hey, wie geht's dir? Schon etwas besser. Danke, dass du da bist. Kein Problem. Aber ich verstehe echt nicht, warum Kilian dich angegriffen hat. Ist da noch was anderes außer Eifersucht im Spiel? Ich kann darüber nicht reden. Vertraust du mir denn gar nicht? Doch. Und genau deswegen will ich dich nicht noch tiefer in die Sache mit hineinziehen. Aber ich bin auch schon mittendrin. Und ey, deinen richtigen Namen hast du mir auch noch nicht verraten. Also ich finde langsam, das ist ein bisschen Zeit für Wahrheit. Ja. Irgendwann, wenn alles vorbei ist. Aber bis dahin musst du mir bitte glauben. Und ich meine es ernst mit uns. Vertrau mir bitte. Ja, ich versuche dir zu vertrauen. Aber es ist schwierig, weil gefühlt 2 Minuten später steht dein Ex-Freund hier in meiner Wohnung. Kilian muss mich von dem Krankenhaus aus hierher verfolgt haben. Es tut mir alles so leid. Ist okay, komm. Hast du das gesehen? Mike, hörst du mich? Da ist irgendwas unter dem Kissen versteckt. Guck doch mal. Irgendwas Kleines. Steck das mal ein, unauffällig. Wo willst du hin? Ich gehe nur kurz ein paar Einkäufe noch aus dem Auto holen. Bin ich gleich wieder da, ja? Okay. Warum verschweigt sie uns ihre wahre Identität? Und warum glaubt sie, sie könnte Mike dabei in Gefahr bringen? Keine Ahnung. Aber vielleicht hilft uns ja dieser kleine schwarze Gegenstand weiter, den Mike unterm Kopfkissen gefunden hat. Ja. Da kommt er. Komm, zieh dir erstmal was an, es ist kalt. Ja, Jungs, fühle ich echt mies. Ich lüge normal nie. Weißt du, ich erwarte von dir Ehrlichkeit und auf der anderen Seite nehme ich hier heimlich was weg. Ja, ich verstehe dich ja, Mike. Aber ich denke, wir können ihr nur helfen, wenn wir auch wissen, wer sie ist. Du hast einen guten Job gemacht, Junge, echt? Sauber. Ich habe auch noch was hier. Ein Autoschlüssel. Weißt du, was für einen Wagen sie fährt? Nein, ich weiß noch nicht viel von ihr, aber was ich weiß, sie ist wirklich eine gute. Also wirklich, ohne Scheiß. Ja, ich halte mich da lieber an die Fakten. Und Fakt ist, sie verschweigt uns irgendetwas Wichtiges. Und was hat's mit dem Autoschlüssel auf sich? Warum versteckt sie den? Nee. Das ist ein Mietwagen. Guck mal hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Mindestens 200.000 Euro. Das ist auf jeden Fall ein wertigen Frauengeschmack, Mike. Aber gut, du bist auch ein echter Naseband. Krass, aber woher hat sie so viel Kohle? Auf jeden Fall nicht aus legalen Quellen. Und ich wette, das ist der Grund, warum sie von ihrem Ex-Freund bedroht wird. Was machen wir jetzt? Wir müssen das Geld überprüfen. Vielleicht kommen wir anhand der Seriennummern weiter. Und wir müssen feststellen, wer den Wagen gemietet hat. Wenn das wirklich das Mädchen war, dann kommen wir so vielleicht an ihre wahre Identität.
Philipp, das Mädel heißt nicht Jana Bremser, sondern Christiana Weber. Und Robert hat gerade angerufen. Die 250.000 Euro aus dem Mietwagen stammen tatsächlich aus einem Banküberfall. Wann war das? Vor 2 Wochen und es muss ein Insiderjob gewesen sein. Ich habe sofort die Mitarbeiterliste der Bank gecheckt und bingo. Christiana Weber arbeitet seit 5 Jahren in dieser Bank und seit ein paar Tagen ist sie krank gemeldet. Das heißt, Jana Bremser, aka Christiana Weber, ist Müllers Komplizin? Sieht ganz so aus. Ich muss Mike anrufen und ihm sagen, dass er sich alles andere als ein Unschuldslamm angelacht hat. Mike, Philipp hier, wo bist du? Hey. Ich bin mit Jana unterwegs. Wir fahren nur ein bisschen mit ihrem Auto durch die Gegend. Der Personenschutz vor der Tür, der ist echt ein Witz. Wir sind einfach durch die Hintertür rausgegangen. Aber egal. Wir müssen jetzt mal den Kopf freikriegen. Den Kopf freikriegen? Sag mal, geht's bei dir noch, wenn dein Vater das rausfindet? Mike, du musst sofort zurückkommen ins K11. Es geht um 250.000 Euro aus einem Banküberfall. Und deine Freundin steckt damit drin. Verstehst du das? Fuck! Das... Was will denn dein Ex hier? Mike, wo bist du genau? Mike! Verbindung ist unterbrochen. Ich gebe sofort eine Fahndung raus und lass das Handy orten. Ich sag Micha Bescheid. Philipp, habt ihr was Neues? Micha, ich hab gerade mit deinem Sohn telefoniert. Mike ist mit seiner Freundin abgehauen und die steckt knietief in der Scheiße. So eine Scheiße. Was macht der Junge da für Sachen? Wo sind die beiden? Ich hab keine Ahnung, die Verbindung ist abgebrochen. Und Micha, wir haben Schüsse gehört. Was? Oh Mann. Okay, alles klar. Alles, was Beine hat, wird mobilisiert. Wir müssen Mike finden. Machen wir. Grüß euch. Grüß euch. Ein Spaziergänger hat Schreie in der Gegend gehört und die Polizei informiert. Die Streife hat dann den leeren Mietwagen von Christiana Weber hier entdeckt. Der Halter des anderen Fahrzeugs ist Kilian Müller, ich weiß. Sag mal, ist das Blut oder was? So schaut's aus. Scheiße. Das ist ja nicht viel Blut, Michael. Das ist auf jeden Fall niemand schwer verletzt. Und ohne Auto können die auch noch nicht weit sein. Die Hundestaffel ist unterwegs. Wir können nicht auf die Hundestaffel warten. Das dauert viel zu lange. Wir fangen jetzt an, Leute. Michael, lass unseren Mike suchen und du... Hey, Robert, bitte. Ich lass doch meinen Jungen jetzt nicht im Stich. Der Typ ist bewaffnet und hat versucht, seine Ex zu töten. Also, auf geht diese Richtung. Los. Okay. Leute, hier darunter. Und wenn die Verstärkung eintrifft, die sollen die alles umstellen. Wo hast du die Kohle versteckt? Sag es mir, oder willst du es deinem neuen Typen, was passiert? Na los! Ich hatte dich was gefragt. Hey, hey! Sofort die Waffe runter! Oder dem Typen passiert gleich was! Ganz ruhig, okay? Runter damit, los! Ja, ist ja gut. Ich leg die Waffe ja schon ab, entspann dich. Hier. Und deine scheiß Kollegen, die sollen sich auch verpissen! Okay. An alle Einsatzkräfte, sofort zurückziehen. Ich wiederhole, sofort zurückziehen. Und dieses Ding! Weg damit! Ganz ruhig, okay? Das war's für dich, Freundchen. Ende im Gelände hier. Jetzt komm. Hey, mein Junge. Hey. Und Sie wollten sich mit der gemeinsamen Beute aus dem Staub machen, Frau Weber. Ihr Ex-Freund hat ihn in der Scheune aufgelauert, als Sie sich mit Mike getroffen haben. Es kam zum Streit, der ist eskaliert und deswegen wollte Herr Müller die Scheune abbrennen. Aus Rache. Nein, das war alles ganz anders. Mike? Wo hast du die Kohle versteckt? Das sage ich dir nicht. Du hast mich in deine miesen Machenschaften mit reingezogen. Den Schlüssel von der Bankfiliale, die Daten von meinem Laptop für den Bankraub benutzt. Ja und?
Mitgefangen, mitgehangen. Die Bullen werden dir sowieso kein Wort glauben, dass du nichts davon weißt. Genau deswegen werde ich das Geld anonym an meinen Bankchef zurückschicken. Das wirst du nicht. Hey. Hey. Ich habe Kilian auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Er war am Anfang ganz charmant. Dass er mich nur gezielt für mein Insider-Wissen ausgenutzt hat, um diesen Bankraub zu begehen, habe ich erst viel später kapiert. Als er dann gemerkt hat, dass sie bei dem Brand in der Scheune nicht ums Leben gekommen ist, hat er noch seine Chance gewittert, an die Kohle zu kommen, richtig? Aber wieso hast du mir einen anderen Namen gesagt? Ja, das ist mein Spitzname. Eine Abkürzung von Christiane. Bremser ist der Mädchenname von meiner Mom. Ich habe das nur gemacht, um dich zu schützen. Es tut mir alles so leid. Alles gut. Ich bin einfach nur froh, dass ich von Anfang an wusste, dass sie eine gute Person ist. Und jetzt können wir endlich neu starten, finde ich. Offen und ehrlich. Na? Muss ich jetzt ins Gefängnis? Nein, ich denke nicht. Aber ihr Alleingang hat nicht nur sie, sondern uns alle in Gefahr gebracht. Es wäre viel schlauer gewesen, von vornherein mit uns zusammenzuarbeiten, ne? Jungs, ich glaube, ich muss einen ausgeben. Ja, das glaube ich auch. Ich muss wirklich einen ausgeben. Lass uns, okay? Okay. Ja, gerne, Mike. Lass mich nicht zweimal sagen.